Platz und wir setzen noch dazu. Du bist freie Modejournalistin, die meisten werden dich kennen. Dein Herz kommt aus der Friseurbranche und ist in der Friseurbranche. Deswegen haben wir auch die, die dich nicht kennen, garantiert schon mal was von dir gelesen oder gesehen. Du bist Artdirektorin, das bedeutet Kollektions- und Frisurenpräsentationen zu inszenieren. Ist nichts Neues für dich, egal ob in Film, Bühne, Print und ein dritter Bereich, den du bedienst, ist, du bist Fotografin. Herzlich willkommen. Ein weiterer Gast von uns ist Boris Kreuzer. Du kommst aus dem Hause Bauer und Guse, der Werbeagentur, die uns ja schon über viele und lange Jahre begleitet hat und schon so viele gute Projekte mit uns zusammen realisiert hat. Du bist IT- und Digitalexperte und kennst dich vor allen Dingen mit den Do's and Don'ts der digitalen Welt aus. Herzlich willkommen, Boris Kreuzer. Dankeschön. Und unser dritter Gast ist Regina Winkler. Hallo Regina, ich grüße dich nochmal. Du warst ja eben schon mal da. Bitteschön. Regina Winkler ist Friseurin in Schwerte, seit gut 20 Jahren selbstständig und Mitglied bei uns Intercoiffeur seit 2003 und vor allen Dingen, so wie wir sie kennengelernt haben, immer auf der Suche nach dem Besonderen. Aufgefallen ist sie uns im Vorfeld dieses Festivals mit ihrer unglaublichen Nutzung von all dem, was wir anbieten, hauptsächlich nämlich vom Fashion Report und den Modeangeboten der FG. Herzlich willkommen bei uns auf der Bühne. Wir werden uns unterhalten. Herzlichen Dank. Willkommen zurück. Und da hat uns eine Idee erreicht aus Hoyerswerda. Das reicht ja schon fast, wenn man den Stadtnamen nennt, da weiß jeder Heiko Schneider. Und zwar geht es um den Tochter- und Daddy-Day. Zopf- und Pferdeschwanz-Bootcamp für coole Daddys. Schauen wir mal rein, was damit gemeint ist. Mission Haare schön. Und die ist alles andere als leicht. Denn hier sollen ausgerechnet die Väter ihren Töchtern Zöpfe zaubern. Am liebsten ein Zopf so schön wie der von Eisprinzessin Elsa, der bekannten Figur aus den Disney-Filmen. Willkommen im Zopf- und Pferdeschwanz-Bootcamp von Heiko Schneider. Na, guck mal, hallo, das darf ich dir nochmal geben. Das kannst du deinem Papa geben und dem ganzen Utensilien, die du dir in die Haare machen. Okay? Ja, okay. Papa Enrico gibt alles und in der fachkundigen Aufsicht von Stylistin Stefanie Klamert. Gar nicht so einfach, Töchterchen Johannas Haarpracht noch prächtiger zu machen. Und hiervon jetzt noch... Das ist wie meine Handwerkerausbildung, das ist über 20 Jahre her und da brauchte ich eher Grobmotorik, das ist hier alles Feinmotorik. Das Pferdeschwanz-Bootcamp für Daddys gibt es seit 2017. Und findet jetzt zum fünften Mal statt. 15 Väter sind dabei. Geduld brauchen sie alle. Eine Stunde bastelt Enrico jetzt schon an Johannas Haaren rum. Aber es wird langsam. Schön, das gefällt dir? So willst du die lassen. So willst du die lassen? Mitgeflochten. Also sie sehen selber, auch die Kinder geben. Also Johanna gibt sofort ein Feedback, was ihr gefällt. Und Heiko Schneider hat mit seinem Pferdeschwanz-Bootcamp ein großes Ziel. Wenn wir das erreichen, dass es den Papas früh, bevor sie in die Schule oder Kindergarten gehen, etwas mehr Spaß haben, dass etwas nicht ganz so stressig ist, mit den Mädchen im Bad, in der Tagesvorbereitung, dann haben wir noch viel erreicht. Am Ende gibt es für die zopfflechtenden Väter sogar ein Zertifikat.
Danach dürfen Sie sich Tochterstylist nennen. Danke, Papa. Schneider natürlich, und der hat sogar, also RTL war bei ihm, Sat.1 war dabei, bei ihm, ZDF war bei ihm, und er war sogar hier auch bei Da kommst du nie drauf, und da wurde dann gerätselt, was hat er angeboten? Windel wechseln, mit der Schwiegermutter ordentlich reden oder Pferdeschwänze. Danke Heiko Schneider für diese Idee. Aus Feucht kommt diese Idee. Der Kanner-Indikator, und der ist folgendes. Der Kanner-Indikator von Olaf Krebs und Julia Göring. Was ist das eigentlich? Wir wollen Ihnen das Produkt anhand eines kurzen Filmes etwas näher bringen. Der Kanner-Indikator soll Ihnen dabei helfen, die richtigen Farben zu finden, die Ihr Gesicht umgeben. Die richtigen Farben lassen Sie frischer und vitaler aussehen. Der Color-Indikator hilft Ihnen, die passende Kleidung sowie die ideale Haarfarbe und das passende Make-up zu finden. Der Color-Indikator ist für mich eines der wichtigsten Instrumente im Beratungsgespräch zur Farbberatung. Es vereinfacht die Kommunikation und das Verständnis, um für jede Kundin die optimale Haarfarbe auszusuchen. Sie kennen ja dieses Prinzip, dass Sie in manchen Farben besser und in manchen Farben schlechter aussehen, ohne dass Sie von innen etwas anderes tun. Der Color-Indikator hilft Ihnen dabei, die richtige Farbwirkung zu bestimmen. Auf diese Art und Weise finden Sie schnell den idealen Unterton, ob Gold warm oder Silber kalt für Ihr Gesicht das Beste ist. Die Pigmentierung der Haut verändert sich im Laufe der Zeit. Bei manchen Menschen langsam, bei anderen wiederum schnell. So ist es gut, einen Color-Indikator zu Hause zu haben. Wahrscheinlich nicht nur zu Hause, sondern auch im Salon. Vielen Dank an diese Idee oder für diese Idee, der Color-Indikator. Und die dritte Nominierung in der Kategorie Black, da geht es um einmal Chef sein, der Azubi-Tag. Eine Idee von Jens Müller. Und er hatte mich dann als erstes gefragt, wie ich die Idee finde, und ich bin total begeistert gewesen davon, weil wer möchte denn nicht schon einmal Chef sein und den Salon leiten, in dem er gerade seine Ausbildung macht. Und die Idee dahinter war, glaube ich, einfach mal nach außen hin zu zeigen, was können wir Azubis schon, obwohl wir halt noch in der Lehrzeit sind. Wir haben aber auch Flyer gedruckt, über Facebook und Instagram haben wir natürlich eine ganze Menge Leute erreicht, und so, dass wirklich ganz Pferd Bescheid wusste eigentlich. Wir haben hier morgens den Salon aufgeschlossen, haben nochmal alles so vorbereitet, was noch nicht fertig war. Und dann hatten wir ganz normalen Salonalltag bis, ich würde jetzt nicht lügen, aber 15 Uhr, glaube ich, war das, wo wir dann wirklich an Kunden gearbeitet haben, so wie man das halt aus dem Friseurberuf kennt. Und danach hatten wir dann Tag der offenen Tür des Abends.